Ja, das Beste aus dem Katalog, denn der Hitzesommer steht bevor, Rekordsommertemperaturen, auf die wir uns alle irgendwo doch vorbereiten müssen. Ja, und wir möchten Sie darauf vorbereiten, denn wir möchten Ihnen ein gutes und angenehmes Wohnklima herstellen. Und das nehme ich mit unseren Luftkühlern. Eine kleine Information, die ersten Kühler sind bereits vor Saisonstart schon vergriffen. Und jetzt haben wir aber trotzdem noch mal vier Geräte für Sie dabei. Und welche das genau sind, das stellt Ihnen Ralf vor. Und wichtig, wir setzen wirklich Himmel und Hölle in Bewegung, damit wir auch die ausverkauften, im Moment ausverkauften Geräten rechtzeitig vor dieser Hitzewelle, die auf uns zurollt, wieder beschaffen können und an Sie ausliefern können. Unsere ersten beiden Geräte, die sind lieferbar, aber schauen wir uns erstmal an, was die Presse sagt zum Hitzesommer. Und da sehen wir es, der Hitzesommer kommt. Über 40 Grad, Prognosen gehen sogar so weit, dass sie sagen, 3 Grad wärmer als letztes Jahr. Und Meteorologen sind sich da alle einig, nur die Wortwahl ist verschieden. Hier Hitzesommer, Horrorsommer, Schockwerte und Jahrhundertsommer, das sind so die Ausdrücke, die verwendet werden, aber die führen alle zu einem Ziel, es wird unglaublich heiß. Und Sie müssen sich jetzt schon darauf vorbereiten, denn wenn Sie warten, bis es heiß ist, ja, dann ist es zu spät. Hier haben wir unseren ersten Luftkühler und der ist sofort lieferbar, das heißt, der ist in wenigen Tagen bei Ihnen und dann können Sie ganz entspannt darauf warten, ob es Ostern schon heiß wird oder erst Pfingsten oder dann eben Juni, Juli und Juli, August sind ja die Hitzemonate schlechthin. Und jetzt mal nur ganz, ganz der schlimmste Fall. Wir wären dort noch in unseren Wohnungen gefangen. Ja? Und du sitzt dort mit zwei, vier Personen und diese Hitze. Dann ist es noch unerträglicher. Dann machen wir es uns mit diesem Gerät zum Beispiel erträglich. Verdunstungsluftkühlung, das ist hier das Prinzip. Und das ist für mich die clevere, und zwar die super clevere Alternative zur Klimaanlage. Warum, werde ich Ihnen gleich im Einzelnen erklären. Auf Knopfdruck haben wir erstmal einen Turmventilator hier bei diesem Gerät, den ich in 3 Stufen einstellen kann. Das hilft schon in vielen Situationen. Jetzt kommt aber die Besonderheit, wenn es eben zu heiß wird, dann drücke ich noch einen weiteren Knopf. Der ist mit einem Eiskristall hier immer gekennzeichnet. Wir sehen das jetzt auch ganz links, dieses Kühlsymbol. Und wenn ich da drauf drücke, wird die Verdunstungsluftkühlung zugeschaltet. Und das heißt, auf einer Wabenstruktur, die kann ich Ihnen nachher auch gerne zeigen, wird Wasser vernetzt. Dieses verdunstet auf der Oberfläche und beim Verdunsten von Wasser wird Wärme entzogen, im Umkehrschluss kältere Temperaturen erzeugt und die werden dann durch den Ventilator im Raum verteilt. Ich vergleiche das gerne mit einer Meeresbrise. Du warst erst am Meer, 30, 35 Grad, dann läuft man am Strand entlang und hält die Hitze aber ganz bequem aus, oder? Genau, weil man fühlt sich einfach entspannter, ne? Also wenn du diese Meeresbrise immer wieder kriegst, diese Meeresluft, die da einfach auch immer wieder kommt. Erstens durch das Salzwasser, was natürlich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl macht. Mhm. Aber hier ist ja das Tolle, ich brauche nur Leitungswasser. Richtig, reines Leitungswasser, das ist das eine, was ich brauche. Reinfüllen, da ist ein großzügiger Wassertank drin und da füllen Sie das ein und wenn Sie es dann für nötig halten, schalten Sie es zu. In vielen Fällen, möchte ich noch mal betonen, wird der Ventilator schon reichen. Der ist großflächig, der hat eine gute Zugluft hier. Aber wenn es dann wirklich so heiß wird, wenn gerade die tropischen Nächte auf uns zukommen, eine tropische Nacht, da spricht der Meteorologe übrigens davon, ab 20 Grad, wenn es permanent über 20 Grad hat, in der Nacht ist es eine tropische Nacht und ich tue mich da unglaublich schwer. Ich bekomme kein Auge zu und wenn, dann wachst du alle Stunde wieder auf, komplett fertig und bist verschwitzt und am nächsten Morgen bist du unausgeruht, unkonzentriert und es nehmen auch die Abwehrkräfte. Wenn du Schlafmangel hast, nehmen die Abwehrkräfte im Körper ab. Du wirst anfälliger für jede Form von Infektionen, also für Erkältungen, für Sommergrippen dann oder je nachdem, wie die Lage ist, natürlich auch anfälliger für dieses Coronavirus. So, jetzt habe ich gesagt, clevere Alternative zur Klimaanlage. Und das kann man an ein paar Punkten festmachen. Ich glaube, das Wichtigste ist am Geldbeutel. Der Einstiegspreis, also der Anschaffungspreis, ist schon mal wesentlich niedriger. Aber das Wichtigste sind langfristig die Unterhaltskosten. Hier haben wir einen Bedarf von gerade mal 65 Watt. Ja? Und das pro Stunde, also das ist immer die Stundenangabe. Bei einer Klimaanlage, bei so einer Monoblock-Klimaanlage, liegen wir gerne mal zwischen 1500 und 2500 Watt. Also da brauche ich keine Rechenmaschine. Das ist weniger als ein 20stel des Energiebedarfs. Also 20 Stunden Laufzeit, sogar mehr, entsprechend einer Stunde vom Stromverbrauch her einer Klimaanlage. Der zweite Vorteil ist, und das sehen wir, wenn ich das Gerät jetzt drehe, ich habe bei keinem Verdunstungsluftkühler irgendwelche Lüftungsschläuche, die irgendwo hin müssen. Warum? Weil eben keine Abluft erzeugt wird. Das heißt, diese Verdunstungsluftkühler darf ich
überall im Raum oder kann ich überall im Raum aufstellen, ohne Rücksicht. Bei einer Klimaanlage, die muss ich an der Außenwand mit einer Ausleitung der Heißluft nach draußen betreiben. Anders funktioniert das Prinzip nicht. Dritter Vorteil ist, und den finde ich auch noch ganz, ganz wichtig, hier sehen wir übrigens diese Wabenstruktur nochmal im Inneren, dass Sie das nochmal gesehen haben. Aber jetzt kommen wir zum dritten Vorteil. Und der ist, man kann sich in diesen Strahl hineinsetzen und abkühlen lassen, ohne dass man Angst haben muss, eine Erkältung davon zu tragen. Viele, die in so einen Klimaanlagenstrahl, hast du sicher auch schon mal erlebt, Christoph, die da reinsetzen, liegen am nächsten Tag mit Fieber und Erkältung im Bett. Ja, und das ist, viele sagen, oh, Klimaanlage, bleibt mir ja weg. Hier kann ich stundenlang davor sitzen, weil der Temperaturunterschied ist moderat. Der ist 3 bis 5 Grad messbar, aber gefühlt sind das gleich mal 10, 11, 12 Grad. Und das ist eben der Grund, warum ich immer wieder von dieser kühlen Meeresbrise spreche. Und vor allem das für den TV-Sonderpreis von 82,60 Euro. Und den können Sie sichern, indem Sie einfach mal die Bestellnummer, die NX 7575 569 bestellen, nämlich über die 0180 51 51 und dreimal die 2. Und dann ist der in einigen Werktagen bei Ihnen und dann sind Sie vorbereitet, nämlich vorbereitet auf dieses tropischen Klimas, die auf uns zukommen, beziehungsweise auch wirklich abgesichert. Denn das Schöne ist eben auch, der ist mobil. Ne? Ich kann den ja überall mit hinnehmen, hinter mir herziehen. Richtig. Und ich kann ihn überall einsetzen. Genau, überall, wo eine Steckdose ist, kannst du einsetzen. Verdunstungsluftkühler übrigens darf man auch im Freien einsetzen. Wenn man also mal draußen in der Sonne sitzt, kann man sich von der Seite die Meeresbrise holen. Hier haben wir jetzt ein nagelneues Gerät. Das ist heute zum ersten Mal bei uns on air. Also dürfen wir zum ersten Mal vorstellen. Wir haben hier für kleinere Räume, hier sind wir jetzt schon bei mittelgroßen Räumen oder kleine Räume, wo man ein bisschen mehr möchte, weil wir sehen schon mal eine wesentlich größere Ventilationsfläche. Hier kommt also mehr Power schon allein durch den Luftzug raus und wird auch weiter im Raum verteilt. Hier aber trotzdem nur einen Bedarf an Strom von 70 Watt. Ja? Und wenn wir den jetzt mal umdrehen, dann schauen wir uns nochmal die Wabenstruktur an, weil ich möchte das ja nochmal erklären, was da passiert. Und zwar, sobald ich die Verdunstungsluftkühlung einschalte, zusätzlich zum Ventilator, wird hier Wasser vernetzt auf dieser Wabenstruktur, und zwar großflächig über die ganze Fläche. Das verdunstet und im Moment der Verdunstung wird Wärme entzogen und die hier entstandene oberflächenkalte Luft, die wird durch den Ventilator im Raum, also bei Ihnen, verteilt. Und deshalb ist das so unglaublich effektiv. Und das ist kein Prinzip, was sich irgendein Ingenieur oder Erfinder ausgedacht hat. Das ist ein Grundgesetz der Physik. Und zwar, die Physik sagt, beim Aggregatzustandwechsel eines Stoffes, in dem Fall Wasser, und Aggregatzustand gibt es bei Wasser 3, fest, also das Eis, flüssig, das Wasser oder gasförmig. Ja? Und beim Wechsel von hier flüssig zu gasförmig, also beim Verdunsten, wird Wärme entzogen, und zwar dort, wo das stattfindet. Und das ist das physikalische Grundprinzip, ein Naturgesetz, an dem auch kein Ingenieur der Welt rütteln kann. Und wir haben das alles schon mal selber am eigenen Leibe gespürt. Christoph, du sicher auch. Wenn man letztes Jahr bei diesen Hitzerekorden mal im Wasser war, egal Schwimmbad, Baggersee oder sonst wo, oder auch am Meer, und kommt dann aus dem Wasser, kriegt man plötzlich Gänsehaut, obwohl es draußen 30, 35 Grad haben. Warum? Ja, das haben Sie sich doch auch schon mal gefragt. Denken Sie mal drüber nach. Weil ganz einfach die Haut, das Wasser sofort verdunstet, es wird Wärme auf der Haut entzogen und dann entsteht hier eine Kälte und man kriegt sogar Gänsehaut. Kinder werden immer sofort abgetrocknet, wenn sie aus dem Wasser kommen, meistens sogar mit dem Satz, komm her, sonst erkältest du dich bei 35 Grad. Warum? Ganz einfach, weil es diese Verdunstungskälte geht. Sie sehen, Sie haben das schon mal gespürt. Und du, Christoph, weißt jetzt auch, warum du frierst, wenn du aus dem Wasser kommst. Ja, und vor allem, ich kann jetzt natürlich mir ein angenehmeres Gefühl auch wieder zu Hause erzeugen. Und diese Meeresbrise, was ich so schön aus meinem Urlaub gekannt habe, kann ich jetzt einfach auch wieder letztendlich nach Hause holen. Und dieses tolle Gefühl, diese tolle Luftatmosphäre, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Part. Ne? Richtig. Also wir haben hier natürlich eine ganz angenehme Atmosphäre dann oder Temperatur. Ich setze mich da davor. Ich kann den auch, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, mit
mit raus in den Garten nehmen. Und wenn ich dort sitze, lasse ich mich da mit der Meeresbrise berieseln. Das darf man übrigens, das ist der weitere Vorteil zur Klimaanlage, bei einer Klimaanlage darf man das nicht. Das ist verboten im Deutschen, Klimaanlagen im Freien zu betreiben und das auch aus gutem Grund. Also, holen Sie sich die Meeresbrise nach Hause und zwar nicht erst, wenn es 40 Grad draußen hat oder 35 und sagen, oh, jetzt brauche ich es. Nein, jetzt, weil Sie zeigen damit, dass Sie clever sind und vorschauend planen, vorausschauend. Und wir wissen ja auch nicht, wie es weitergeht jetzt im Moment. Wir haben eigentlich ein Katastrophenjahr 2020. Erst die Stürme, Sabine, Stichwort, mit ganz, ganz vielen Schäden. Jetzt haben wir Corona. Ja, das ist noch nicht absehbar, wie lange das geht. Viele sagen, das wird noch wochenlang dieser Zustand bleiben, vielleicht sie sogar verschlimmern. Und dann kommt direkt im Anschluss der Horrorsommer. Auf Corona konnten wir uns nicht vorbereiten, da können wir jetzt die Maßnahmen machen. Aber auf den Horrorsommer, da können Sie sich vorbereiten, wenn Sie clever sind. Und da schauen wir mal, was der Deutsche Wetterdienst sagt. Hitzewellen und Dürre. Steht uns 2020 ein Horrorsommer bevor? Der Deutsche Wetterdienst klärt auf. Und genau dieser steht wieder bevor. Und wenn Sie jetzt wirklich schlau sind, dann sichern Sie sich doch unsere TV-Neuheit. Denn noch einmal, der ist ganz neu hier bei uns. Wir haben ihn eigentlich gerade mal ausgepackt und schon dürfen wir Ihnen den wieder präsentieren. Deswegen sichern Sie sich jetzt ganz schnell den TV-Sonderpreis und der gilt nur wieder für die nächsten zwei Stunden, nämlich von 111,10 €. Und das ist eine perfekte Investition. Die Bestellnummer ist die NX 1528 und die 569. Und ich glaube, damit mache ich alles richtig, weil das eine Investition ist. Da habe ich lange Zeit auch was davon. Richtig. Und ich muss es noch mal sagen, das ist die clevere, die absolut clevere Alternative zur Klimaanlage. Eine Klimaanlage ist ein Stromfresser, das wissen wir alle. Und hier komme ich mit moderatem Stromverbrauch hin. 70 Watt, ich brauche keinen Abluftschlauch. Ich kann das also auch in reinen Innenräumen verwenden oder sogar draußen. Und ich werde nicht krank werden. Ich habe noch nie von irgendjemand gehört, der sagt, oh, ich bin vor dem Luftkühler, vor dem Verdunstungsluftkühler gesessen, jetzt habe ich eine Erkältung. Bei einer Klimaanlage hat das, glaube ich, jeder sogar schon mal am eigenen Leib erfahren. Du hast uns aber noch zwei Geräte mitgebracht, die sich jetzt noch mal komplett unterscheiden. Ja, ne? Und das ist eine neueste Technologie der Verdunstungsluftkühlung. Da sind wir ganz stolz, dass wir das als eine der ersten auch präsentieren dürfen. Aber unsere erste Lieferung ist schon komplett ausverkauft von beiden neuen Geräten. Und zur Technologie komme ich gleich. Aber ganz, ganz wichtig ist, wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass auch diese Geräte noch rechtzeitig vor dann den Hitzemonaten Juli, August bei Ihnen sind. Hier die nächste Lieferung, 11.06. Und ganz wichtig, wenn Ihnen das jetzt gefällt, was wir Ihnen hier darbieten, dann bestellen Sie ihn jetzt. Bezahlen müssen Sie ihn natürlich erst, wenn er auch an Sie ausgeliefert wird. Aber das Wichtige ist, dass Sie schon mal den Bestellvorteil haben. Sie sichern sich erstens mal, dass Sie bei der Lieferung berücksichtigt werden können und Sie sichern sich auch den TV-Sonderpreis. So, was ist jetzt die Neuerung an diesem Modell? Das ist ganz einfach, das ist die neue Liga der Verdunstungsluftkühlung. Ich würde sogar sagen, die neue Liga der Kältegeräte überhaupt. Denn wir haben hier natürlich auch wieder den großzügigen Turmventilator, hier mit 120 Watt Leistung, also auch sehr, sehr wenig Strom, der hier benötigt wird, aber eine sehr große Ventilationsleistung, natürlich mit Swingfunktion. Hier sehen wir noch mal das Grundelement auf der Rückseite. Da findet die Verdunstung statt und dann wird die kühlere Luft nach vorne herausgeblasen. Aber was hier jetzt die neue Technologie ist, die hier eingebaut ist, ist das sogenannte Peltier-Element. Und dieses Peltier-Element kann extra zugeschalten werden. Und dann passiert Folgendes. Das Wasser, das wir hier drin haben, wird vorgekühlt, auf 8 Grad heruntergekühlt. Und jetzt wird erst das eiskalte, ja fast eiskalte Wasser benetzt auf der Wabenstruktur und dann verdunstet. Und dadurch habe ich noch eine effektivere Kühlleistung. Die werde ich Ihnen auch gleich beweisen. Und man kann hier wirklich sagen, du bist ganz, ganz nahe an einer Klimaanlage dran von der Kühlleistung, ohne dass du krank wirst, weil das ist immer noch sehr moderat. Wir haben hier bei Studioversuchen, wir können es auch nachher testen, schon 7 bis 8 Grad erreicht Temperaturunterschied. Und das ist gefühlt, macht das gleich mal 15, 16 Grad aus. Und das ist genau das, was ich ohne Krankheit überstehe, aber was ich brauche an den heißen Tagen. Und ich werde Ihnen das jetzt mal zeigen. Und zwar messe ich mit einem Thermometer jetzt einfach mal unsere Raumtemperatur. Da gehe ich jetzt einfach mal hier drauf und wir schauen. Ich sehe es jetzt nicht, Sie sehen es wahrscheinlich.
23 Grad haben wir jetzt hier oben auf der Bühne. Klar, wir haben viele Beleuchtungen, jetzt ist richtig warm. So, und jetzt gehe ich aber an einen Verdunstungsluftkühler, den ich gerade auf Stufe 3 eingeschaltet habe. Und jetzt messen wir mal hier, machen wir es mal hier. Und ich hoffe, Sie sehen es so. Jetzt haben wir 17, messen wir mal noch da oben. Und Sie sehen hier, oh, jetzt gucken Sie mal, wie es runtergeht. 16 Grad. Ja, und Tendenz fallend. Guck mal, 16,6, 16,5, 16,4. Also gehen wir von 16 aus. Jetzt haben wir schon in kürzester Zeit 7 Grad Temperaturunterschied erreicht. Und das ist eben diese neue Liga der Kältetechnik mit dem Peltier-Element, welches das Wasser vorkühlt. Und das ist einfach herausragend. Bitte jetzt bestellen, dann kommt er im Sommer, weit vor dem Sommer, zu Ihnen. Und dann können Sie da entspannt dem Horror Sommer entgegensehen. Ja, und die Vorbestellung sollten Sie unbedingt jetzt machen, denn wer jetzt nicht zugreift, der entgeht vielleicht diese Bestellung. Deswegen sichern Sie sich ganz schnell dieses Produkt. Es ist wirklich für Sie noch da. Die Bestellnummer ist die NX15 39 und die 569. Und da haben Sie wirklich eine Investition für sich. Das ist jetzt wieder die kleinere Variante. Richtig. Aber mit dem Peltier-Element hast du uns noch einen größeren mitgebracht. Richtig, also Das ist wieder mittlere Raumgrößen oder kleine Räume. Und hier haben wir einen für große Räume. Wir sehen ja auch schon räumlich, oder optisch ist er größer. Das ist für mich aber ein Design-Highlight. Ja, schon allein, wenn er so hier da steht, ist er eine Erscheinung. Sie sehen hier das Liefertermin. Auch hier vor dem Sommer am 19.06. kommt der. Bitte jetzt schon vorbestellen, wenn Sie sagen, ich möchte einen größeren Raum abkühlen, weil spätestens, ich sage jetzt mal Ende April, das ist das Allerspäteste, wird auch diese Lieferung, die dann kommt im Juni, schon ausverkauft bzw. vorbestellt sein. Und dann war es das für dieses Jahr. 100%. Und dann stehen Sie in der Hitze im eigenen Saft und sagen dann, Mensch, hätte ich doch bloß. So, was haben wir hier als Unterschied? Wir sehen das erstmal, dass er größer ist und auch ein bisschen leistungsstärker. 200 Watt hat er hier an Strom, an Leistung. Das ist aber immer noch ein Zehntel einer Klimaanlage. Ja? Und jetzt sehen wir was ganz Besonderes. Das ist für mich ein Design-Highlight und zwar schon, wenn ich ihn anschalte. Das mache ich jetzt mal. Kann ich natürlich mit der Fernbedienung machen, aber ich mache es jetzt mal hier am Knopf. Und jetzt sehen wir, jetzt öffnet sich Sesam, öffne dich. Ja? Jetzt sehen wir erstmal die Technologie da drin, nämlich diesen wunderbar großen, großflächigen Ventilator, den ich jetzt sogar auf 4 Stufen einschalten kann und dann natürlich auch die Swing-Funktion. Der Vorteil an diesem hermetischen Abschluss ist, dass der nicht verstaubt, nicht verschmutzt. Jetzt kann es ja mal sein, dass wir auch in der Hitzewelle 3 kühle Tage haben, weil es regnet. Ja, und dann brauche ich den 3 Tage nicht. Wenn ich ihn offen stehen lasse, so, dann würde er verschmutzen. Staubpartikel, vielleicht auch Pollen oder Ähnliches würde sich ablagern. Und wenn ich den das nächste Mal anmache, wird das alles in der Wohnung verteilt. Und das möchte ich nicht. Deshalb schließt er, sobald ich ihn ausmache, komplett ab. Das heißt, die Lamellen und alle Technologie bleibt absolut sauber. Und dann natürlich nur im Betrieb dann wird nur die saubere Luft herausgeblasen. Saubere Luft übrigens ein Stichwort, weil hier ist natürlich auch ein Luftreiniger, ein Ionisator mit eingebaut, der gerade, ich glaube, das kennen wir alle, wenn es wärmer wird, wird es stickiger. Und wenn wir dann noch in der Bude hocken müssen mit 4 Personen, dann ist das ein Geruch, den kannst du irgendwann mal nicht mehr ertragen und durch Lüften nicht mehr rausholen. Dann ist so ein Ionisator genau das Richtige. Dann holst du dir praktisch zum Meeresbrise, die du hier ja durch das Peltier-Element nochmal verstärkt hast, holst du dir auch noch deine Waldluft mit in die Wohnung. Und vor allem ist es ein super modernes Design. Also ich finde, wenn du den wirklich in die Wohnung aufstellst oder vielleicht sogar irgendwo unten Küche oder vielleicht ins Schlafzimmer, das fällt überhaupt nicht auf. Richtig, also der sieht, ist höchstens ein Highlight, wo jemand sagt, wenn er zu Besuch dann mal wieder kommen darf, Mensch, was hast du da für ein Design-Highlight? Übrigens, oben im Display ist ebenfalls auch ein Raumthermometer eingebaut. Da sehen wir jetzt diese 21 Grad, die ich vorhin gemessen habe, die sehen wir hier ganz deutlich. Ja. Und hier vorne haben wir jetzt aber auch schon wieder 6, 7 Grad messbar weniger. Und das ist das Herausragende an dieser Peltier-Technik, also am Peltier-Element. Und hier muss ich sagen, und ich sage das nochmal, das hier ist die cleverste Alternative zur Klimaanlage. Und diese Technik der letzten beiden Luftkühler, dieses Peltier-Element, was da eingebaut ist, das ist die neue Liga der Luftkühler, eigentlich die neue Liga der Kältetechnik, die es derzeit auf dem Markt gibt. Sie können jetzt clever sein, die schon vorbestellen, damit Sie berücksichtigt werden können, wenn es dann geliefert wird. Nochmal, Sie bezahlen selbstverständlich erst, wenn es auch an Sie ausgeliefert wird. Genau, und die Bestellnummer ist die NX5.
15,34 und die 5,69. Nur so sichern Sie sich den TV-Sonderpreis und bestellen können Sie jederzeit unter der 0180 51 51 und dreimal die 2. Bereiten Sie sich darauf vor, denn der Hitzesommer kommt, der Rekordsommer kommt. Und wie es aber angenehm wird, haben wir Ihnen, glaube ich, jetzt sehr gut gezeigt.